Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und heute geht es mal wieder um unsere beliebtesten YouTube-Videos, nämlich die Nutzerfragen und die Beantwortung von Nutzerfragen. Ich habe mir 4 Fragen rausgepickt. Es geht um den Download von Liedern auf YouTube, um die Rechtssituation beim Impressum, um Facebook und Demand-Software und dann geht es noch um Streaming-Plattformen, aber von vorne. Und fangen wir mal an. Der Daniel, der fragt bei uns auf YouTube, darf ich mir das Lied, was ich bei YouTube runtergeladen habe, auch auf meinen iPod ziehen oder verstößt das gegen die Urheberrechte? Ja, das ist eine legale Privatkopie und damit eben kein Urheberrechtsverstoß. Du darfst dir die Musik auf YouTube mit einem YouTube-Downloader herunterladen. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier bei YouTube. Und dann darf man die Musik, die man da runtergeladen hat, auch auf den iPod und sonstige MP3-Player ziehen. Alles völlig legal und ihr dürft im engeren Freundeskreis, man sagt immer so 7 Freunde, aber ich sage der enge Freundeskreis, das ist jetzt nicht so zahlenmäßig fixiert, dürft ihr die Musik auch weitergeben. Frage auf YouTube, wieder einmal, ich habe eine Frage und zwar, ob es rechtlich erlaubt ist, in einem Impressum lediglich den Vor- sowie den Nachnamen anzugeben und dann hinzuschreiben, Adresse aufgrund Datenmissbrauch entfernt, kann per E-Mail erfragt werden. Klare Antwort. Wenn ihr ein Impressum per se benötigt, dann reicht es nicht aus, einfach nur Vorname und Nachname zu schreiben. Das geht leider nicht. Ich weiß, das wollen viele. Keiner hat Lust, da seine echte Adresse hinzuschreiben. Aber das Telemediengesetz regelt sehr deutlich, wenn eine Internetseite nicht rein privater Natur ist, das heißt nur für Freunde und und meinungsbildend ist, das heißt, ihr könnt da nicht ein bisschen bloggen, dann ist es schon meinungsbildend, dann braucht ihr ein Impressum. Langweilige Internetseite mit einem Foto von eurer Katze, wo sonst nichts drauf ist, die brauchen kein Impressum. Aber das ist sehr, sehr selten. Und wenn ihr ein Impressum braucht, dann klare Antwort, reicht nicht allein Vorname, Nachname. Ihr braucht ein vollständiges Impressum, wie man das erstellt. Auch das habe ich in einem gesonderten Video hier auf YouTube beantwortet. Dritte Frage, Little Rafi fragt auf Facebook. Ist es legal, Video-on-Demand-Filme mitzuschneiden? Also zum Beispiel Desktop-Filme oder Softwaren, wenn ein Desktop-Software den Film aufnimmt. Denn ich zahle ja im Prinzip dafür. Man muss jetzt unterscheiden. Ein Film, der im Stream illegal verbreitet worden ist, wie zum Beispiel damals über kino.de, den darf ich mir auf diese Weise auch nicht aufnehmen. Denn eine Privatkopie ist immer dann verboten, wenn die Quelle offensichtlich rechtswidrig ist. Und Kino.to war ja offensichtlich rechtswidrig. Dann darf ich es mir zwar anschauen, aber keine Kopien davon machen. Das gilt für diese illegalen Sachen. Love-Filme und andere Streaming-Filme, da gilt etwas anderes für. Bei denen darf ich mir Kopien machen. Da ist die Quelle legal. Und wenn der Mitschnitt, der ist einfach eine legale Privatkopie. Und diese Privatkopie, die dürfte ich dann auch an Freunde weitergeben. Da gilt nichts anderes als der Download von YouTube. Und wenn die Nutzungsbedingungen dieser Videoplattform etwas anderes sagen, bei Watchever oder Love-Film, dann sage ich, diese Nutzungsbedingungen sind nach deutschem Recht in diesem Punkt illegal. Das sage ich auch von den Streaming-Plattformen bezogen auf Musik. Auch da sage ich, sind Privatkopien erlaubt. Letzte Frage. Gibt es etwas Neues bezüglich der Rechtslage bei Streaming-Plattformen oder dem Download von YouTube? Nein, wir vertreten weiter die Ansicht, dass ihr beim reinen Anschauen von Filmen keine Urheberrechtsverletzung begeht, solange keine kompletten temporären Files auf eurer Festplatte hinterlegt werden. Neuere Urteile gibt es dazu leider noch nicht, aber es ist immer wieder gestellte Frage hier in unserem Kanal. Deswegen halten wir euch dazu auch immer auf dem Laufenden, selbst wenn es jetzt mal nichts gibt. Wir bleiben bei der Auffassung, man darf den Stream sich angucken, man darf sich allerdings keine Kopien davon ziehen. Aber das Beste und die beste Qualität habt ihr natürlich immer beim Kauf der DVD im Laden. Das muss dann immer jeder für sich selbst sehen, was er als Bestes findet. Also, erstmal Dankeschön für eure Nutzerfragen. Die beantworten wir sehr gerne in den Videos. Die besten picken wir uns immer raus. Auf Facebook können wir ein bisschen leichter und besser das Ganze beantworten. die-aufklärer.de ist die Adresse. Da könnt ihr auch viele Fragen posten. Da können wir ein bisschen mehr beantworten als nur auf YouTube. Aber ansonsten, ihr könnt auch unter die einzelnen YouTube-Videos was posten. Da schauen wir auch immer, was da waren die Fragen und greifen das dann in den nächsten Videos auf.
Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, hoffe auf neue YouTube-Abonnenten auf wbs-law.tv. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.